Heute heißt es wieder Pocket Nerds on Tour. Wir sind heute, wie ihr sehen könnt, auf der Gamescom am Pressetag. Hoffen natürlich, dass wir einiges sehen können, einiges spielen können. Ich habe schon so ein paar Sachen, auf die ich mich besonders freue, wie unter anderem Spider-Man. Bin ich echt mal gespannt, wie es wird. Lass uns mal schauen. Wir haben hier einen Gast, die Susi von Susis Nerd Heaven. Hallo Susi. Hi. Okay Susi. Heute ist ja der erste Tag, der Pressetag so gesehen von der Gamescom. Auf was freust du dich am meisten oder was willst du unbedingt anzocken? Ich möchte auf jeden Fall Kingdom Hearts, das neue Kingdom Hearts, anspielen. Ich hoffe, da komme ich irgendwie auch noch dran. Und Life is Strange 2. Sonst bin ich noch relativ offen und gucke einfach mal mir alles so ein bisschen an. Ich bin ja nicht so der Online-Gamer, da hätte ich ja viel Auswahl heute. Aber ja, ich denke, die zwei Spiele sind so meine Highlights dieses Jahr. Ja, bei Life is Strange, da waren wir vorhin vor Ort, da ist schon eine gute Schlange. Ansonsten die Woche noch viel geplant hier? Nein, ich bin nur heute da. Deshalb muss ich heute alles vollpacken, bin auch bis heute Abend komplett verplant, aber ich versuche so viel, wie es geht mitzunehmen heute, ja. Super, ja, wir haben ja auch viel zu tun die Woche und wo kann man dich denn überall sehen? Also du hast Instagram, du hast aber kein YouTube, aber du bist auf Instagram, erzähl mal ein bisschen. Auf Instagram kann man täglich anschauen, was ich so treibe im Bereich Nerdkram. Ja, was ich zocke, was ich schaue, welche Podcasts ich höre. Da seid ihr natürlich auch dabei und ich war ja auch schon bei euch zu Gast. Sonst bin ich auch noch auf Twitter ein bisschen aktiv. Da hate ich immer ein bisschen rum. Twitter ist so meine Negativplattform. Aber ja, hauptsächlich Instagram, Stories und Bilder, ja. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch auf der Gamescom. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nochmal irgendwann später. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Halle 7, zu Sony. Unter anderem erwartet uns da Spider-Man. Und ich persönlich habe da sehr hohe Erwartungen dran, beziehungsweise interessiert mich da halt auch das Kampfsystem. Ist das jetzt ein reines Button-Mashing oder hat man wirklich ein bisschen Strategie dahinter, dass man auch verschiedene Kombinationen machen kann? Die Grafik sah natürlich bisher in den Trailern verdammt gut aus. Und ich hoffe einfach, dass sie das beibehalten können. André, worauf freust du dich denn am meisten bei Spider-Man? Ich freue mich am meisten auch auf dieses Kampfsystem, aber auch vor allem drauf, wie die Steuerung ist. Wie schnell oder wie gut kann man sich durch ganz New York schlängeln? Und da bin ich ganz gespannt drauf, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Genau, und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Bis später! So, wir sind jetzt hier am Stand von Spider-Man von Marvel, von Insomniac Games und ich muss sagen, wir hatten gerade 15 Minuten Zeit, das anzuspielen. Ein wunderschönes Spiel, optisch, kampftechnisch. Es ist alles wie aus einem Guss. Man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie, okay, der eine Kampf geht jetzt in die Open World über, sondern es ist wirklich alles aus einem Fluss. Man schwingt sich durch New York. Das sieht verdammt schön aus. Die Physik-Engine ist wunderbar. Kampfmäßig alles top. Auch nicht wie bei Batman-Spielen, wo man immer nur eine Taste drücken musste, sondern man kann variieren. Man hat mehrere Gadgets, die man sich auswählen kann. Und es ist so ein schönes Spiel. Ich bin richtig gehypt. Ich freue mich auf den 7. September, wenn es rauskommt. Und das ist auf jeden Fall für mich ein Pflichtkauf. Hallo zusammen, hier sind wir am Stand von Nintendo. Da haben wir eben Dark Souls anspielen können und auch Diablo. War für mich das erste Mal mit Diablo und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Umsetzung. Sieht echt sehr schön aus. Zu Dark Souls muss ich halt sagen, was mich halt ein bisschen gestört hat, ist halt die Umsetzung von der Tastenbelegung her. Es ist halt einfach ungewohnt, da ich das halt immer bisher auf der PlayStation gespielt habe und mit der Steuerung halt vertraut bin. Aber es sieht trotzdem für einen Port zu der Switch sehr, sehr gut aus meinen, würde ich jetzt sagen. Der André ist jetzt gerade bei Kingdom Hearts 3, wenn ich das richtig sehe, um es einfach mal anzuzocken. Genau, und wir werden uns noch ein bisschen hier umschauen und das ein oder andere Spiel noch weiterspielen und gucken, was wir dann später noch zu sagen haben. Ja, wir sind jetzt hier gerade am Stand von Maxnomics mit sehr, sehr schönen Gaming-Stühlen. Und Sven und ich haben gerade FIFA 19 gespielt und ich muss sagen, EA hat wieder abgeliefert. Die Charaktermodelle sehen super aus, das Gameplay ist top. Wir haben 1-0 gewonnen. Wir trainieren natürlich auch jeden Tag jetzt mittlerweile.
Und André spielt gerade nebenan Ride 3. Der wird gleich nochmal dazu was sagen. Der ist ja unser Rennspielexperte. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ich konnte Ride 3 anzocken und es hat mir wirklich gesagt gut gefallen. Mit der Steuerung, da muss ich mich nochmal dran gewöhnen. Also ich bin eher so der Spieler, der halt auf 4 Rädern immer unterwegs ist. Aber es ging ganz gut. Ich denke mal, das ist gut handelbar nach einer Zeit. Und ja, und grafisch und soundtechnisch hat mir das echt viel Spaß gemacht. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Titel, wenn man Rennspiele mag, beziehungsweise Motorradrennspiele. Wie ihr sehen könnt, sitze ich hier auf einem bestimmten Stuhl. Ja, also das sieht hier aus wie so der Präsidentensessel, genau, United States of America. Und wir konnten Division 2 anzocken und ist wirklich ein sehr gutes Spiel, sehr gutes Koop-Spiel. Und ich muss ehrlich dazu sagen, es spielt sich so ein bisschen wie Ghost Recon Wildlands. Aber mehr hört ihr dazu in unserem nächsten Podcast-Folge. So, da sind wir jetzt am Rocket Beans Merch-Stand. Neben mir sitzt der Dennis, Head of Merch, wenn man so sagen kann, heute. Und auch für die Retro-Helden wirklich oft am Reviews machen. Dragon Ball-Figuren. Ich habe jetzt Turtles-Necker-Figuren gesehen, auf die ich sehr, sehr neidisch bin. Wie lief so der erste Messetag für dich heute? Der erste Messetag ist ja immer noch so der Fachbesuchermessetag. Der ist eigentlich immer ganz entspannt, weil der gibt uns noch die Möglichkeit, vorne alles zu testen, die Abläufe irgendwie einzuschleifen, aber gleichzeitig hinten im Lager sozusagen noch alles, was wir am gestrigen Tag nicht geschafft haben. Das heißt, wie sortieren wir die Sachen hinten im Lager, sodass man da rankommt, weil da ist halt einfach nicht genug Platz. Und das hat eigentlich alles ganz gut geklappt und ich glaube, wir sind dann tatsächlich für die nächsten Tage, wo es dann richtig voll werden wird, da sind wir gut aufgestellt. Hast du denn heute schon Chance, irgendwas zu sehen, außer den Stand hier oder? Nee, also ich bin tatsächlich zweimal halb durch die Merch-Halle gelaufen und einmal zu unserem anderen Stand, aber ansonsten habe ich nichts weiteres gesehen. Und in der Merch-Halle irgendwas Interessantes gesehen, wo du sagst, das könnte ich meiner Sammlung hinzufügen? Nee, noch nichts Großartiges. Also diese ganzen bewegten Figuren, die ich ja eigentlich sammle, die sind so auf diesen Ständen eigentlich eher selten zu finden, sondern da werden hauptsächlich diese Statuen oder die festen Figuren verkauft und das ist eher was, wo ich sage, wenn mir die jemand mal irgendwo hinstellt, sage ich alles klar, okay, wenn es passt, nehme ich es gerne mit, aber ansonsten nichts, wo ich großes Interesse dran habe. Das war nämlich auch mein Problem, ich bin nämlich auch auf der Suche nach Dragon Ball SA Triggerwords Figuren. Ich habe 2 gesehen auf dieser ganzen Halle hier und es waren nicht die, die ich gerne gehabt hätte, deshalb Statuen ist auch nicht so meins. Ansonsten vielleicht hier geradeaus weiter und dann links schauen, da gibt es jemanden, der bietet diese Bausätze an. Figure Rise. Und derjenige, ich würde jetzt ungern Werbung machen, obwohl ich ihn sehr gerne mag, aber das ist immer ein bisschen schwer dann. Der hat dann sozusagen C18 und C17 und Krillin und die gibt es hier gerade in der Figuarts-Reihe nur noch für 300 Euro. Und die Bausätze sind aber in der gleichen Größe und eigentlich fast genauso detailliert. Das heißt, falls du auch Bock auf die hast, würde ich auf jeden Fall dorthin gehen und mir da die mal anschauen. Klingt sehr gut. So, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt die Abläufe heute ein bisschen kennengelernt vom Merch-Stand hier. Morgen beginnt ja wirklich der große Ansturm. Meinst du, du hast nochmal richtig Zeit, so richtig über die Messe zu laufen und dir mal irgendwas anzuspielen oder eher nicht so? Ich glaube, das hängt davon ab, wie gut mein Team arbeitet. Also ich glaube, dass sie sehr gute Arbeit machen, aber es ist halt immer schwer, mit unvorhergesehenen Dingen irgendwie klarzukommen, weil wir haben jetzt halt auch diese neuen Kassensysteme, sodass wir halt auch EC-Karten benutzen können und dass das alles irgendwie digital eingespeichert ist. Wenn dort dann mal irgendwas schief läuft, glaube ich zwar, dass die das auch irgendwie fixen können, aber ich glaube, es ist auch immer gut, wenn jemand schnell da ist auf Abruf, um einfach mit irgendwelchen Problemen einfach umzugehen. Und wir sind jetzt 4 Leute plus unser Azubi sozusagen. Und das funktioniert eigentlich gut. Und ich bin immer eher dafür, dass man mehr Leute am Stand hat. Und es kann halt gut sein, dass wir halt wieder 10 Stunden oder so machen. Aber es ist halt auch auf der Messe normal, finde ich. Das ist, das nimmt man gerne mit. Vor allem, weil man trifft ja auch immer nette Leute, mit denen man quatscht. Hast du vielleicht was du anteasen kannst, was demnächst als Review bei den Retro-Helden kommen wird? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, die Figur hätte ich noch gerne, da würde ich eine Review zu machen? Also ich habe auf jeden Fall jetzt einige Sachen gerade in Paketen rumliegen. So, und das sind relativ frische Figuren. Also als nächstes kommt auf jeden Fall der Son Goku.
Son Goku Warrior from Earth heißt der, glaube ich. Und ich habe den Muten Roshi zu Hause liegen. Und, du bist ein Sack. Da freu ich mich sehr drauf, den auf jeden Fall auszupacken und vorzustellen. Und ansonsten geht's halt so in die Richtung, was die Figuren angeht. Auf den warte ich schon so lange und der Release-Termin wird immer verschoben. Das ist leider so und das ist, da können natürlich auch die deutschen Großhändler nichts oder die anderen. Japan beliefert gerade sehr schleppend, also viel geht nach Italien und Spanien auf jeden Fall und Amerika ist auch relativ gut bedient momentan, aber das kommt auch, weil die halt auch oftmals direkt aus Japan sich das so früh wie möglich holen. Und wenn jetzt nicht die normalen Händler bei einem Großhändler sagen, ja, wir wollen davon unbedingt 5, dann bestellen die halt nicht allzu viele. Dann kann es sein, dass der Großhändler sich nur 3 holt und dann sind die oftmals auf einen Händler weg und der verkauft die sofort und dann kommst du aber nicht mehr ran. Das ist leider schade, aber ich glaube, das wird sich im nächsten Jahr auch ändern. Ich glaube, dieses Figurending wird in Deutschland noch ein bisschen größer werden. Das hoffe ich auch. Gerade jetzt, ihr macht ja auch echt viel Promo dafür, ne? Mit den Retro-Helden. Es gibt so... Generell habe ich gesehen, gar nicht so viele deutsche YouTuber, die gerade in der Figurenschiene sind. Deshalb, ich finde es sehr schade, weil meine 3 Vitrinen sind voll mit Actionfiguren. Deshalb, ja, dann vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Messe. Und ja, dann sage ich tschüss. So, wir sind jetzt am Stand von Ubisoft und konnten eben gerade Assassin's Creed anspielen, Odyssey, das neue. Und ja, Sven, wie fandst du's? Mir hat's an für sich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, grafisch ist es halt jetzt keine Steigerung zu Assassin's Creed Origins, aber grundsätzlich hat's die gleichen Mechaniken, es macht Spaß, es ist halt ein anderes Setting. Man kann darüber natürlich jetzt streiten, hat es noch viel mit Assassin's Creed an für sich zu tun? Lässt sich nach so einer Demo, finde ich persönlich, sehr schwer sagen, aber an für sich hat man wieder das Gefühl, genau wie bei Origins, dass es doch sehr, sehr viel Spaß machen kann. Ja, also ich schließe mich da eigentlich nur an. Seeschlachten haben wir halt jetzt gerade gezockt so ein bisschen, da bin ich nicht der große Fan von. Wir haben auf der Xbox One X gezockt. Ja, aber es... Mir hat es soweit gefallen. Es sah teilweise von den Gesichtern her so aus, als wäre es die Xbox 360 gewesen. Aber nein, es war die Xbox X. Ja, also es ist noch nicht ganz fertig. Die haben auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun. Aber es spielt sich schon so wie Origins und ich bin mal echt gespannt, wie es da so weitergeht. Genau. Sehr cool. Ja, Sven, wir waren gerade hier bei Sekiro Shadows Die Twice am Stand. Wie fandst du es? Ich fand es persönlich sehr, sehr geil. Man merkt, finde ich, dass es komplett von den Dark Souls-Machern ist, von From Software und neues Setting, Kampftechnik, mega geil. Alles, es ist sensationell gut gemacht und ich bin also mega geflasht und ich fand die Grafik auch sehr, sehr gut. Also das sagt man den Dark Souls-Spielen immer nach, es ist nicht auf dem neuesten Stand. Aber das Spiel läuft flüssig und es ist super hübsch und es macht richtig Bock und ist auch wieder knackig schwer. Ich fand's richtig geil. Fand's ist richtig geil, hast du gerade gesagt, bevor ich das Mikro weggezogen habe. Ja. Mir hat's auch sehr gut gefallen. Also Grafik fand ich super. Erinnert mich ein bisschen an Dark Souls 3, muss ich sagen. Ja. Schwierigkeitsgrad bockschwer. Ich bin aber das will man ja auch. Genau, ich bin vor allem weggelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Level zu sehen, wie ging. Bossen gestellt und habe ordentlich aufs Maul gekriegt, aber mega geil. Ja, so muss das halt auch sein, ne? Hallo, wir haben nochmal Glück gehabt. Zum Ende der Gamescom am Fachbesuchertag haben wir noch den Simon schnappen können und da haben wir uns gedacht, stellen wir mal 2-3 Fragen. Simon, wie war der Tag heute für dich? Was konntest du spielen? Ich habe hier ein bisschen am Stand Kram gemacht, deswegen habe ich nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber ich habe Life is Strange 2 habe ich gespielt. Beziehungsweise Material gesehen, gespielt ist vielleicht zu viel. Gespielt habe ich eben gerade noch Black Ops 4, eine der neuen Multiplayer-Maps, aber ich bin ja leider relativ skilllos. Also war es mehr so, und du spielst dann auch noch gegen die Leute, die da am Stand quasi bezahlt werden, um das aufzufüllen. Das heißt, die spielen den ganzen Tag und dann kommst du dahin. Ich fühlte mich wirklich gut dabei. Na, das war lustig, alle hatten Spaß so, aber man kriegt derbe auf die Fresse von den Standleuten. Dann habe ich gesehen Assassin's Creed Odyssey,
Und irgendwas noch. Ich habe es aber gerade vergessen. Wie fandest du denn Assassin's Creed Odyssey vom Spielen her? Ja, auch da haben wir natürlich leider immer nur, man kriegt dann immer B-Roll-Material, also so ein bisschen Gameplay gesehen, kriegt man gezeigt. Und ich habe das Gefühl, es entfernt sich immer mehr vom klassischen Assassin's Creed, wo das ja auch nach oben ging, wo man ja viel kletterte. Ja, und das gibt es mittlerweile nicht mehr. Genau. Es wird wenig geklettert, es wird mehr gekämpft, die Kämpfe dauern länger, man orientiert sich da eben an allem, was es so gibt, ne? Von Dark Souls bis God of War bis hin zu... Es ist halt ein bisschen mainstreamiger, schon weniger... Ich hatte nicht das Gefühl, dass es da jetzt, dass man da hart kämpft. Man kämpft nur lange. Genau. Und es wird sehr viel gekämpft. Aber es wirkte nicht schwer. Richtig, ja, das meine ich. Aber es war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Es sieht toll aus. Also genau, also wir durften heute auch antesten. Ja. Vermutlich die gleiche Szene. Ja, klar. Und deswegen, also da sind wir komplett confirmed, dass wir da, es fühlt sich halt nicht mehr so an wie ein altes Assassin's Creed. Ne? Und das merkt man halt schon. Aber gibt es ein Spiel, worauf du dich jetzt hier die nächsten Tage sehr freust? Auf jeden Fall. Also das eine habe ich heute Morgen gespielt, Call of Cthulhu, was so ein bisschen mit dem Lovecraft-Mythos spielt und sich so lose an den Geschichten orientiert, aber seine eigene Geschichte erzählt. Mehr so ein detektivisches First-Person-Exploration-Adventure-Horror-Spiel, würde ich sagen. Also es hat so Momente, die, glaube ich, jetzt wie Alien Isolation oder so. Irgendein Monster kommt, du musst dich verstecken, sowas gibt es auch. Aber dazwischen wird sehr viel erforscht und die Mystik vom Lovecraft-Mythos erforscht. Das hat Bock gemacht. Aber ich freue mich tierisch auf Resident Evil 2, das Remake, weil es einfach, ich habe schon gespielt, ich weiß, wie geil es ist, ich will es unbedingt nochmal spielen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass es rauskommt. Aber ich weiß eben, es dauert noch, deswegen ich nehme, was ich kriegen kann. Dann hoffen wir aber auch, dass du es Let's Playen wirst. Ja, schon alles längst geplant und wir werden es wahrscheinlich sehr schnell an 1, 2, 3 Tagen durchspielen. Das haben wir sehr, sehr gerne. Ja. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß hier, auf dass du noch ganz viele Spiele spielen kannst und nicht auch zu gestresst hier durchläufst. Und dann danke ich dir auf jeden Fall dafür. Noch geht's. Viel Spaß. Danke. Ciao. Ja, André, Pressetag ist vorbei. Genau. Was ist dein Fazit? Ja, bis jetzt, wir haben heute richtig viel zocken können, ob es heute Morgen Dakar war, Battlefield 5 habe ich noch zocken können, das ist auch mega gut geworden, da freue ich mich schon richtig drauf, ich bin ja so ein Battlefield-Fan, Spyro haben wir zocken können, also wir haben wirklich viele Spiele anspielen und testen können und so ein großes allgemeines Fazit, denke ich mal, machen wir mal einen Podcast, weil es ist schon echt viel, was wir hier an Informationen gesammelt haben. Da kommt ja auch noch mehr. Ne? Wir haben ja auch noch ein paar Termine jetzt durch die Woche verteilt. Ich finde aber auch, von der Größe her war es auch wieder alles optimal. Wir waren im Merch-Bereich. Muss ich ganz ehrlich sagen, da konntest du wenigstens noch gut durchlaufen und alles. Und da gab es auch noch ein paar schöne Sachen. Ihr habt ja euch auch jede Menge gekauft und ich auch ein paar T-Shirts. Also ich muss sagen, einen Daumen hoch erstmal für den Pressetag. Ja. Ja, auch von meiner Seite. Also ich muss sagen, es war richtig guter Pressetag heute. Es war nicht so voll, wie ich erwartet hätte, aber wahrscheinlich, wenn wir morgen hier hinkommen, unseren Termin wahrnehmen, wird es wahrscheinlich 5-mal so voll sein, einfach weil heute ja für keine Normalbesucher, sondern ja nur Fachbesucher. Wir haben auch wirklich viel spielen können, auch so Psycho, Sekiro, Sekiro, Shadow Die Twice, Spider-Man, wie schon gesagt, Diablo und so. Aber das sind alles Sachen, da reden wir im Podcast nochmal drüber. So als großes Fazit kann man sagen, es war wieder eine schöne Messe. 10 Jahre Gamescom. Man merkt langsam, die Messe hat sich etabliert. Es war viel internationales Publikum da, auch im Merch-Bereich. Natürlich haben wir auch wieder ein bisschen Geld dagelassen. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, Gamescom. Und wir hören uns im Podcast. Der kommt nächste Woche Sonntag. Wahrscheinlich wird er aufgezeichnet, deshalb eher Montag. Also Augen und Ohren offen halten auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Da werdet ihr als erstes erfahren, wenn der Podcast verfügbar ist. Genau. Also von mir auch abschließend zu sagen, war eine schöne Gamescom bis jetzt. Und ich freue mich auf die nächsten Tage. Ich freue mich auch auf die nächsten Tage und bis dahin sagen wir ciao.